vor ihrer Höhle herumzualbern, war wohl nicht so besonders clever, oder? Das merken wir uns fürs nächste Mal. Falls es ein nächstes Mal geben sollte. Baby Blue! Die Drachen beschützen nur ihre Brut. Sie wollen uns nichts tun. Da haben wir ja Glück gehabt. Auf zum Angriff! Gedulden Sie sich! Und sehen Sie sich die Drachen an! Was ist das? Igitt! Hey! Diesen Gestank kenne ich. Riecht wie in diesen Höhlen auf Phantopia. Rixel! Zeig dich, Gurga! Baby Blue, geh wieder zurück! Gib mir Gongos! Na komm! Ihr könnt nicht für immer da drin bleiben! Schreit euch hinter die Ohren! Ich werde dieses Einhorn kriegen! Mia, jetzt musst du ran. Yuko und ich, wir haben nichts mehr. Nicht schlecht. Hört mal, die Drachen sind hier nicht mehr sicher. Wir müssen sie woanders hinbringen. Aber das sind Drachen. Wie denn? Und wohin? Wo es sicher ist. Außer Rixels Reichweite. Der Gipfel der Nadelspitzenberge wäre gut. Da oben kriegt er sie niemals. Was ist mit den Eiern? Die können wir doch nicht einfach hier liegen lassen. Es muss eine Möglichkeit geben, sie sicher dort hoch zu transportieren. Was sagst du, Onschau? Ein zweiter Ausgang? Viel zu klein. Yuko! Wenn wir beide uns da durchquetschen könnten, könnten wir am Palast unsere Vorräte auffüllen. Das könnte schwierig werden. Ich hätte weniger gefrühstückt, wenn ich das geahnt hätte. Wir sollten es versuchen. Komm schon, Yuko, du kannst es schaffen. Ja, so macht man sowas. Das ist eure letzte Chance! Denkt ihr etwa, ein Meister-Großwildjäger kennt keine Mittel und Wege, seine Beute aus einer Höhle zu treiben? Kennen Sie sie? Passen Sie auf und lernen Sie! Oh. Oh. Die Eier werden Schaden nehmen, wenn er damit weitermacht. Yuko, wo seid ihr? Die Zeit ist um! Ihr lasst mir keine Wahl! Gurga, räucher sie aus! Oh. Feuer frei! Achtung! Ja! Sehr gut, ja! Ja, das hat gesessen! Ihr helft mir doch, neue Pfefferschoten zu finden, oder? Klasse! Der Ballon wird nach diesem Trip garantiert eine Wäsche brauchen. Wow, wir werden die ersten Elfen auf dem Gipfel der Nadelspitzenberge sein. Und du behauptest, ich nehme dich nirgendwo hin mit? Das schlägt natürlich jedes Picknick. Ja, da sind sie. Der Ballon ist nur noch ein kleiner Punkt. Und dort oben werden sie vor Rixel sicher sein. Sie werden wild und frei leben, so wie sie es gewohnt sind.